Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, im 8. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewahrt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Amen. Geld regiert die Welt. Ja, die meisten von uns werden dieses Sprichwort kennen. In unserer heutigen Zeit läuft so gut wie nichts ohne Geld. Sowohl in unserem persönlichen Leben als auch im großen Weltgeschehen dreht sich anscheinend alles um Geld, Besitz, Vermögen. Ja, Geld bestimmt unseren Alltag und unsere Welt und das manchmal mehr, als uns eigentlich lieb ist. Ja, wie oft kreisen unsere eigenen Gedanken um das Thema Geld? Wo kaufe ich ein? Wo kann ich am günstigsten einkaufen? Kann ich mir das Auto leisten? Wann tanke ich? Die Preise steigen. Wo ist es am günstigsten? Wie weit steigen Strom- und Gaspreise? Wo soll ich mein Geld anlegen, damit es zum einen nicht wertlos wird, zum anderen für die Zukunft irgendwie da ist? Und auch wenn wir in die Nachrichten schauen, dann treffen wir immer und immer wieder auf dieses Thema Geld. Wir sehen, wie unsere Steuern verwendet oder verschwendet werden. Wir sehen Korruption, Betrug. Andere Leute bereichern sich unrechtmäßig an anderen. Ja, Geld ist mittlerweile viel mehr als nur dieses reine Tauschmittel, mit dem Waren erworben werden. Es ist eine Recheneinheit, die wir zum Kaufen, aber auch zum Sparen verwenden, zum Vermögensaufbau. Und somit zählt nicht nur die Scheine und Münzen dazu, sondern auch Besitz und Vermögen fließt alles in dieses Konzept Geld ein. Aber warum hat Geld eine solch starke Wirkung auf Menschen? Warum kann es Menschen sogar total bösen Menschen machen, dieses Geld? Das liegt daran, dass unsere gesamte Wirtschaft und quasi jeder Bereich unseres Lebens auf diesem Konzept Geld beruht und damit das Geld auch ein Stück weit die Existenzgrundlage darstellt. Und zum anderen gibt oder vermittelt dieses Geld vielmehr eine Sicherheit für das Leben, für jetzt und auch für die Zukunft. Und die Bibel ist sich dieser Wirkung von Geld und Besitz auf den Menschen durchaus bewusst. Ja, während der Volksmund sagt, über Geld spricht man nicht, stellen wir fest, dass die Bibel erstaunlich viel über Geld sagt. Ja, teilweise sogar mehr als über andere wichtige Themen wie Himmel und Hölle wird in den Evangelien viel über Geld gesprochen. Ja, das denkt man immer gar nicht. Und dabei wird eins deutlich, Geld für sich genommen ist erstmal neutral. Ja, es ist weder schlecht noch gut, aber der Umgang mit Geld offenbart sehr viel über das Herz eines Menschen. Die Bibel verbietet zum Beispiel nicht, dass jemand reich ist. Sie verbietet nicht, dass jemand Besitz hat, dass jemand vermögend ist. Wir lesen auch etliche Beispiele von sehr reichen Männern, wie zum Beispiel Hiob, der erst alles verlor und nachher noch viel reicher wurde, durch Gottes Gabe. Das heißt, Gott macht ihn reich. Wir lesen von den Patriarchen, die großen Besitz hatten, viele Herden. Wir lesen vom König Salomo, der unfassbaren Reichtum hatte. Aber was die Bibel sehr deutlich tut, auch wenn sie nicht verbietet, reich zu sein, sie warnt vor der Liebe zum Geld. Nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 17, einen Rat an seinen Schüler Timotheus, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein
und nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Klammere dich nicht in einer falschen Sicherheit an dieses Geld, liebe das Geld nicht, häng dein Herz nicht an dieses Geld. Und wir finden noch viele andere Stellen, die genau auch in diese Kerbe schlagen. Und dabei wird eins klar, je reicher jemand ist, je mehr Geld jemand hat, desto größer ist die Gefahr, sich der Geldliebe hinzugeben. Jemand, der fast nichts hat, der wird damit weniger ein Problem haben als jemand, der viel hat. Und dazu finden wir in der Bibel auch viele Beispiele, wo die Liebe zum Geld großen Schaden angerichtet hat. Und nur mal um zwei zu nennen, da finden wir Achan im Alten Testament, zu Beginn der Landnahme Kanaans, der durch die Liebe zum Geld Gericht über sich, seine Familie und das ganze Volk brachte, sodass die nächste Schlacht verloren wurde und viele Menschen sterben mussten. Und das nur, weil er sich bereichern wollte, gegen das Gebot Gottes etwas von dem Reichtum der eroberten Stadt zu nehmen. Oder schauen wir auf Judas. Die Liebe zum Geld brachte ihn dazu, den Herrn Jesus Christus zu verleugnen, dass er hingerichtet wurde, und letztendlich brachte er sich dann selber um, weil er mit der Schuld nicht klarkam, damit nicht umgehen konnte. Es kommt also weniger darauf an, wie viel Geld wir besitzen, als vielmehr auf den rechten Umgang mit diesem Geld. Und diesen Umgang möchte die Bibel uns lehren. So auch in unserem heutigen Predigttext in 2. Korinther 8. Aber bevor wir jetzt in diesen Text einsteigen und dann Schritt für Schritt durchgehen wollen, möchte ich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen geben, damit wir die Botschaft dieses Textes auch richtig einordnen können. Paulus erinnert in diesen Versen in 2. Korinther 8 die Gemeinde in Korinth an eine Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Diese hatte er bereits in seinem ersten Brief angeordnet oder als Vorschlag aufgebracht. Das können wir zum Beispiel lesen in 1. Korinther 16. Das können Sie schon mal aufschlagen, 1. Korinther 16, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. Das war eine Sammlung, die quasi gemeindenübergreifend stattgefunden hat. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssten, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Herr Paulus gibt auch einige konkrete Ratschläge, auch wie diese Sammlung erfolgen kann, aber hier wird sie das erste Mal angekündigt. Und warum veranlasst Paulus jetzt diese Sammlung? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns vor Augen führen, wie diese Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, was für eine Gemeinde das war. Die Gemeinde entstand rund um die Ereignisse zu Pfingsten, nachzulesen in Apostelgeschichte 2. Zu diesem Zeitpunkt war Jerusalem voll mit Pilgern aus den unterschiedlichsten Ländern. Wir lesen in Vers 9 bis 11 in Apostelgeschichte 2, welche Sprachen vertreten waren. Das zeigt uns ein bisschen, aus welchen Regionen die Leute kamen. Und nach der großen Erweckungspredigt an Pfingsten bekehrten sich auf einen Schlag 3000 Menschen und bildeten diese erste Gemeinde in Jerusalem. Und schon kurze Zeit später, das lesen wir dann in Kapitel 4, ist diese Gemeinde schon angewachsen auf 5400 Männer. Und da zählen dann auch Kinder und Frauen mit dazu. Eine unfassbar riesige Schar an Gläubigen, die sich da zu einer Gemeinde versammelt hat. Und wir müssen wissen, andere Gemeinden gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Christentum entstand gerade erst. Die Apostel waren noch in Jerusalem, sie waren noch nicht verstreut, haben noch nicht ihre Missionsreisen durchgeführt. Das heißt, wir können davon ausgehen, die meisten Pilger blieben wahrscheinlich. Oder viele blieben. Sodass eine riesige Schar diese Gemeinde bildete, die eigentlich überhaupt keinen Besitz, keinen Wohnort in Jerusalem hatten. Und man kann sich gut vorstellen, dass dies zu einer enormen Belastung, auch einer finanziellen Belastung für diese Gemeinde geführt hat. Und diesen Missständen versucht die Gemeinde zunächst selbst nicht wie Herr zu werden. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45, wie die Gemeinde damit umging. Dort lesen wir: Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und dann in Kapitel 4, ab Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von den Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus und seiner Gnade.
Und es litt niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Äcker und Häuser besaßen, verkauften sie und brachten das Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Aposteln aus zu den Füßen und man teilte jedem aus, wie jemand bedürftig hatte. Das heißt, die erste Gemeinde bildete aufgrund dieser speziellen Situation eine Art Gütergemeinschaft. Ja, man teilte, was man hatte. Man verkaufte sogar Besitz, um zu teilen. Wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 5 zeigt dann, dass die Bibel keinen Kommunismus lehrt für die Christen, dass jeder alles verkaufen muss und alles muss gleich gemacht werden. Es ist erlaubt, auch was zurückzubehalten. Das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 5. Aber das war ihre Art, mit dieser Not umzugehen, füreinander zu sorgen, zu teilen, sodass alle genug hatten. Aber wir können uns vorstellen, dass das nicht für immer gut gehen kann. Die Christen, die in Jerusalem heimisch waren, konnten nicht für alle Zeit für sämtliche Geschwister sorgen, die neu dazugekommen waren. Und spätestens mit Beginn der Verfolgung, von der wir in Kapitel 8, Vers 1 lesen, Apostelgeschichte, dürften die eigenen Möglichkeiten so langsam auch dann erschöpft sein. Und Paulus erkennt diese Not und beschließt eine Reise durch Kleinasien und Europa anzutreten und für diese Gemeinden in Jerusalem zu sammeln. Und diese Sammlung ist anscheinend auch bei den Korinthern gut angelaufen. Jetzt kommen wir zu 2. Korinther 8 zurück. Dort lesen wir in Vers 10, ich gebe euch hierin einen Rat, es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Vollbringen seit vorigem Jahr angefangen habt. Das heißt, die Sammlung ist wohl angelaufen, vor einem Jahr schon, aber jetzt, warum auch immer, ins Stocken geraten. Sodass Paulus jetzt nochmal zu einer Erinnerung ausholen muss. Wir erfahren nichts Genaueres über die Gründe, warum die Sammlung jetzt nicht weitergegangen ist. Aber ich denke, viele von uns kennen das, dass Geben nicht immer leicht fällt. Ja, es gibt verschiedene Hindernisse, die uns davon abhalten zu geben. Geld zu haben kann auch schnell zu Egoismus und Habgier verleiten, sich daran festzuklammern, es nicht abgeben zu wollen. Und an andere zu denken, kann dann eine Überwindung sein. Und deswegen holt Paulus hier in seinem zweiten Brief zu einer Erinnerung aus. Und das Thema, worunter wir heute diesen Bibeltext stellen wollen, ist Geben die vergessene Tugend. Und Paulus beginnt diesen Erinnerungsappell an die Gemeinde in Korinth damit, dass er ihnen zunächst als erstens nochmal das Wesen von Gott wohlgefälligem Geben vor Augen führt. Und das soll der erste Punkt heute sein. Erstens das Wesen des Gebens. Und dazu lesen wir noch einmal die ersten 5 Verse aus 2. Korinther 8. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Paulus richtet den Blick der Gemeinde in Korinth auf die Gemeinden aus Mazedonien, die bereits ihren Teil zu der Sammlung beigegeben hatten. Und zu diesen Gemeinden gehören die Gemeinden in Philippi, Thessalonich und Beröa. Das können Sie sehr einfach nachvollziehen, wenn Sie die Karte zur zweiten Missionsreise von Paulus aufschlagen, die ist meistens in den Bibeln hinten drin, dann sehen Sie, welche Gemeinden, welche Orte quasi markiert sind auf der zweiten Missionsreise und im Gebiet Mazedonien sind es eben genau Philippi, Thessalonich und Beröa. Deswegen können wir davon ausgehen, dass Paulus hier diese Gemeinden oder zumindest Teile von diesen Gemeinden anspricht, wenn er von den Gemeinden aus Mazedonien spricht. Denn das waren die Städte, die er auch besucht hat und von denen wir lesen, wo auch Gemeinden entstanden sind. Mazedonien war eine römische Provinz und somit zählten auch diese Städte zum römischen Hoheitsgebiet. Und ich lade Sie jetzt ein, mit mir diese ersten Verse des Textes durchzugehen, um dem Wesen des Gebens, wie Paulus es hier den Korinthern beschreibt, auf die Spur zu kommen. Und als erstes lenkt Paulus unseren Blick auf die Gnade Gottes. Er schreibt, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Und auch wenn Paulus hier eigentlich ausholt, um anhand der Gemeinde in Mazedonien das Wesen des Gebens zu beschreiben und zu erklären, beginnt er hier bei Gott. Bevor er auf die konkreten Merkmale der christlichen Freigebigkeit zu sprechen kommt, beginnt er bei Gott. Und dadurch bringt Paulus zwei Dinge zum Ausdruck. Zum einen ist
die Form des Gebens, die er im Folgenden beschreibt, ein Geschenk Gottes. Es ist eine Gnade Gottes, das die Gemeinde gegeben hat, das die Gemeinde gegeben haben. Ein unverdientes Geschenk, eine unverdiente Gabe. Dieses Geben, was wir da sehen, kann nicht erzwungen und nur bedingt gelernt werden. Und jetzt wird der eine sagen, ja, okay, ich habe die Gabe des Gebens aber nicht. Gott hat sie mir einfach nicht geschenkt, diese Gabe. Deswegen kann ich nicht geben. Ja, ich hoffe sehr, dass wir das nicht denken, aber soll es ja geben. Deswegen kommen wir zur zweiten Bedeutung, was Paulus hier ausdrückt, wenn er sagt, die Gnade Gottes. Das christliche Geben ist eine Antwort auf Gottes Gnade. Es ist zum einen eine besondere Gnade, das Christen geben, ja, aber das Geben der Christen ist auch eine Antwort auf Gottes Gnade. Und deswegen steht Gottes Gnade am Anfang. Am Anfang steht das Wirken Gottes. Und das zeigt, dass es beim Geben nach 2. Korinther 8 nicht in erster Linie um eine Menschenfreundlichkeit geht. Weil das können auch die Menschen ohne Gott. Ja, wir haben aktuell Erdbebenopfer in Türkei und Syrien. Viele Spendenaktionen laufen, um den Leuten da zu helfen. Und die sind nicht alle getrieben von Christen. Ja, auch Nicht-Christen können geben. Einfach aus Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen. Das ist hier also nicht gemeint. Sondern es geht hier um ein Geben, das durch Gott motiviert ist. Und wir werden gleich sehen, was genau das bedeutet. Und dass vor allem die Gnade Gottes steht, ist Paulus so wichtig, dass er später in Vers 8 noch einmal darauf zu sprechen kommen wird. Und deswegen werden wir darauf später auch noch zurückkommen, worin genau die Gnade Gottes besteht, die den Gemeinden in Mazedonien und auch uns, hoffe ich, gegeben ist. Also bleiben Sie dabei, in Vers 8 nehmen wir diesen Faden nochmal auf. Wir gehen jetzt einmal weiter durch die ersten 5 Verse, um dem Wesen Gottes weiter auf die Spur zu kommen. Paulus lenkt jetzt den Blick auf die Gemeinden in Mazedonien, also Philippi, Thessalonich, Beröa. Und die Provinz Mazedonien, müssen wir wissen, war durch Kriege und durch die römische Besetzung weitestgehend verarmt. Also es war eine Region geprägt von Armut und von Leid. Und zumindest von 2 der Gemeinden aus dieser Provinz haben wir auch Briefe in der Bibel, die Paulus geschrieben hat, nämlich an die Gemeinde in Thessalonich und an die Gemeinde in Philippi. Und dort lesen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, wo Paulus schreibt, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Oder in seinem zweiten Brief an diese Gemeinde, Kapitel 1, Vers 4, sodass wir selbst uns eurer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Und dann auch die Gemeinde in Philippi, Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das heißt, in den beiden Gemeinden finden wir konkrete Belege in der Bibel, dass sie von Leid auch geprägt waren, diese Gemeinden. Es war also in beiden Gemeinden viel Druck von außen da, Bedrängnis. Und dass es hier um mehr als nur kleine Widerstände geht, wird an der starken Formulierung im Kapitel in 2. Korinther 8, Vers 2 deutlich. Paulus schreibt dort, in einer großen Prüfung der Bedrängnis, so schreibt es Schlachter, oder in der Elberfelder Übersetzung, dass bei großer Drangsalsprüfung, also einfach die Art und Weise, wie Paulus das hier auch so zeigt, dass es wirklich eine große Not, die da ist. Bedrängnis und Drangsal. Es ist hier also die Rede von heftigen Herausforderungen für die Christen. Ja, vielleicht Schlag auf Schlag, eins nach dem anderen, ohne Verschnaufpause, die Not ist groß. Und menschlich gesehen ist das wirklich nicht angenehm. Ich denke, jeder von uns war schon einmal Druck ausgesetzt, in der einen oder anderen Form. Das kann jetzt einfach der Druck auf der Arbeit sein, irgendwelche Fristen einzuhalten. Es kann eine Familiensituation sein, die herausfordernd ist, eine Notsituation vielleicht sogar. Oder auch sogar die Anfeindung, weil man sich klar sogar der Schöpfungsordnung bekennt, deswegen LGBTQ, Abtreibung, Suizid ablehnt und deswegen offen angefeindet wird, an den Pranger gestellt wird. Ja, es gibt verschiedene Situationen, wo wir Not ausgesetzt sein können. Und wenn dann auch noch finanzielle Armut dazukommt, was bei diesen Gemeinden auch der Fall war, dann ist unser erster Gedanke vermutlich nicht das Geben. Aber Paulus zeigt in 2. Korinther 8, dass die äußeren Umstände kein Hindernis sein müssen für das christliche Geben. Ganz im Gegenteil. In Bezug auf diese Gemeinde in Mazedonien spricht Paulus von hier von einer überfließenden Freude. Und merken Sie, wie Paulus hier in Vers 2 mit der Sprache spielt? Er schreibt, in einer großen Prüfung der Bedrängnis,
hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Zwei Gegensatzpaare. Da steht große Bedrängnis, überfließende Freude. Tiefe Armut, Schätze ihrer Freigebigkeit. Sachen, die wir menschlich gesehen nicht zusammenpacken würden. Ja, Bedrängnis und Freude scheint sich zu widersprechen. Armut und Freigebigkeit auch nicht naheliegend. Aber genau das hat diese Gemeinden ausgezeichnet. Dieser anscheinende Widerspruch. Sie waren gewissermaßen arm und doch reich. Und das ist ein Geheimnis, das können Menschen ohne Gott nicht begreifen. Wie kann es sein, echte Freude und Freigebigkeit zu haben, trotz Bedrängnis, Leid, Not und Armut? Das gibt es bei Gott. Und Paulus formuliert das dann im nächsten Kapitel, außerhalb unseres Predigtextes, Kapitel 9, Vers 7. Dort schreibt er diesen bekannten Satz, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, Gott möchte auch, dass jemand fröhlich gibt. Und er zeigt hier in Kapitel 8, dass das auch geht, wenn die äußeren Umstände eigentlich nicht zur Freude aufrufen. Aber wie genau äußert sich jetzt die Freigebigkeit dieser Gemeinden? Paulus gibt uns in Vers 3 eine quantitative Einordnung. Er schreibt, denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen waren sie bereitwillig. Also es sind quasi zwei Stufen, in denen diese Gemeinden in Mazedonien geben. Erstens, sie geben nach Vermögen und zweitens, sie geben über Vermögen. Und daraus können wir zwei Grundsätze ableiten. Zum einen, geschieht christliches Geben gemäß der eigenen Umstände, gemäß dem, was ich habe. Ich kann das geben, was ich habe. Ja, das ist erstmal logisch nachzuvollziehen. Und uns ist ganz klar, dass die finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen sehr unterschiedlich sein können. Je nachdem, wo jemand arbeitet, ist das Einkommen anderes. Die Lebenssituation bestimmt auch, wie viel Geld am Ende überbleibt. Ein junges Paar mit zwei Einkommen, was noch keine Kinder hat, wo beide noch arbeiten gehen können, wird anders dastehen als die Familie mit vielen Kindern, wo die Frau bewusst zu Hause bleibt oder die alleinerziehende Mutter oder das Rentner-Ehepaar. Ja, da gibt es verschiedene Konstellationen, das sind noch lange nicht alle. Und jede von ihnen hat ihre eigenen Herausforderungen und auch finanziell andere Mittel. Das ist einfach ganz normal und auch erstmal überhaupt nicht schlimm. Paulus wertet hier überhaupt nicht die Menge, die wir gleich noch sehen werden. Und das ist nämlich das Schöne daran, dass jeder entsprechend seiner Möglichkeiten geben kann, nach Vermögen. Aber die Gemeinden aus Mazedonien, und das sticht jetzt ein bisschen heraus, geben auch über ihr Vermögen. Ja, was heißt das? Haben sie Raten aufgenommen, Kredite aufgenommen, um mehr geben zu können? Ich glaube nicht. Das meint eher, sie geben mehr, als es ihre Umstände eigentlich zulassen. Das heißt, sie geben nicht nur, was überbleibt, sondern sie schränken sich offensichtlich auch ein. Das heißt, hier über ihr Vermögen geben. Vielleicht wird dann der persönliche Genuss etwas reduziert. Vielleicht wird auch das eine oder andere verkauft, was man nicht unbedingt braucht, was schön wäre, aber was man dann doch opfern kann. Man gibt Sachen auf, die man selbst eigentlich braucht. Sie verbinden ihr Geben hier mit einem persönlichen Opfer. Ja, und das heißt, über ihr Vermögen zu geben. Und das sticht hier ein bisschen raus bei dem Geben dieser Gemeinden. Nicht nur das zu geben, was eh über ist am Ende, sondern auch ein Opfer dafür in Kauf zu nehmen. Und auch Jesus zeigt seinen Jüngern in Lukas 21, dass die Freigebigkeit eines Menschen nicht daran gebunden ist, wie viel jemand besitzt. Da würden wir sagen, jemand, der viel hat, kann viel geben, das ist große Freigebigkeit. Das stimmt aber nicht. Lukas 21, Vers 1 bis 4. Eine sehr interessante Szene, die beobachtet wird. Und als Jesus aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Also sie sind offensichtlich da, wo gespendet wird, im Tempel. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Das waren die kleinste Einheit quasi der damaligen Zeit. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfern Gaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Ja, das ist Freigebigkeit. Sie gibt hier wahrlich über ihr Vermögen. Und Jesus sagt, es ist für mich wertvoller, was sie gegeben hat, als alles, was die Reichen geworfen haben. Obwohl die viel mehr Geld eingelegt haben als diese arme Frau, ist es in den Augen Jesu doch wertvoller, was die Frau eingelegt hat. Weil sie wirklich beweist, ich bin freudig bereit zu geben,
Das ist Freigebigkeit. Weil Jesus kennt das Herz, er sieht die Motive. Man wird nicht, aus einem Überfluss kann man leicht geben. Ja, das tut dann ja auch nicht weh. Aber aus der Not zu geben, das entspringt dem Herzen. Das macht niemand einfach, weil er geben möchte. Sondern das zeigt wirklich, was im Herz des Menschen ist. Das zeigt die Motive und die Absichten. Und das führt uns jetzt zum nächsten, Vers 4, Vers 3 am Ende. Sie gaben nicht aus Zwang. Dort steht, sie waren sie bereitwillig. Oder Elberfelder schreibt, waren sie von sich aus willig. Paulus musste sie nicht zwingen, nicht antreiben, ihr Geld in den Sammelkorb zu legen, sondern sie gaben es von sich aus. Es war der eigene Wille dieser Gemeinde in Mazedonien zu geben. Für sie war es gewissermaßen ein Privileg zu geben. Vers 4. Sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Das liest sich hier erstmal so, als wollte Paulus sie davon abhalten, über ihr Vermögen zu geben. Ich weiß nicht genau, wie viel sie geben wollten, aber Paulus' erste Reaktion wäre erstmal, bitte nicht. Und sie drangen aber und sie wollten unbedingt, dass Paulus ihre Gabe nimmt, weil es für sie so ein großes Privileg war, dadurch Anteil zu haben an den Gemeinden, an der Gemeinde in Jerusalem. Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern, trotz der Entfernung. Und Paulus schreibt hier die Worte Gemeinschaft am Dienst und Liebesgabe. Also es war wirklich für sie eine Herzenssache, Anteil zu haben an der Not der Gemeinden an der Gemeinde in Jerusalem. Und hier möchte ich noch anfügen, dass die Bibel im Neuen Testament an keiner Stelle eine Anweisung macht, wie viel ein Christ geben muss. Ja, viele orientieren sich aus dem bekannten Zehnten aus dem Alten Testament, aber diese Abgabe wurde speziell für das Volk Israel eingeführt und wird im Neuen Testament auch nicht weiter aufgegriffen. Sie war speziell da, um den Dienst der Leviten zu ermöglichen, um den Gottesdienst am Laufen zu halten, um die Opfer im Tempel zu ermöglichen. Das Neue Testament greift diese Regelung aber nicht weiter auf. Natürlich darf man sich daran orientieren, es spricht nichts dagegen. Aber es ist eben kein Gesetz wie im Alten Testament, der Zehnte muss es sein. Das christliche Geben, wie es uns im Neuen Testament und auch hier in 2. Korinther 8 beschrieben wird, ist eine freiwillige Sache. Das betont Paulus hier an mehreren Stellen. Es ist freiwillig. Wir werden aber gleich sehen, dass es gewissermaßen doch zwangsläufig ist. Paulus hat sich bis jetzt nämlich nur auf die materiellen Gaben der Mazedonier konzentriert. Er hatte erhofft, bei ihnen, das schreibt er in Vers 5, sie gaben nicht nur, wie wir erhofft hatten, sondern also Paulus hat erhofft, die beteiligen sich an der Gabe. Sie haben das sogar übertroffen, indem sie über ihr Vermögen gegeben haben. Aber was Paulus jetzt bei ihnen findet, ist etwas noch Größeres und noch Schöneres. Und das finden wir im zweiten Teil von Vers 5. Sondern sie gaben sich selbst zuerst hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und wenn hier Paulus von zuerst spricht, dann meint das nicht primär eine Reihenfolge, auch wenn die Reihenfolge ja auch passt, sondern Paulus meint hier eine Priorität. Für die Mazedonier stand an erster Priorität, nicht das Geld zu geben, sondern sich selbst zu geben. Und als Konsequenz dessen, dass sie sich selbst Gott gegeben haben, gaben sie dann auch den Aposteln, das heißt, sie beteiligten sich an dieser Sammlung. Aber was heißt es jetzt, sich Gott zu geben? Paulus formuliert in Römer 12, worauf es Gott ankommt bei denen, die ihm nachfolgen. Römer 12, dann dort die ersten beiden Verse. Dort schreibt Paulus, ich ermahne euch, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott geht es nicht in erster Linie um dein Geld. Gott geht es nicht darum, dass du immer schön artig im Gottesdienst sitzt, dass du vor dem Essen betest. Das sind alles Dinge, die sind gut, aber darum geht es Gott nicht.
sondern Gott möchte dich, wie man so schön sagt, mit Haut und Haaren. Er möchte dich ganz. Er möchte deinen ganzen Leib. Er möchte alles, was dich ausmacht, alles, was du denkst, was du fühlst, was du bist. Das beschreibt er in Römer 12 als den wahren Gottesdienst eines jeden Christen. Losgelöst von den Aktivitäten in der Ortsgemeinde, dass wir hier Gottesdienst feiern, dass wir Bibelstunden haben, dass wir uns sonst einbringen in die Gemeinde. Der wahre Gottesdienst eines Christen findet in der persönlichen Hingabe an Gott statt. Und zwar, dass man sich ganz Gott gibt. Dein ganzes Leben soll eine Anbetung für ihn sein. Wenn dein Christsein sich auf diese Stunde Sonntagmorgen beschränkt, dann lebt man an dieser Bestimmung vorbei, die Paulus in Römer 12 formuliert. Denn Gott möchte dein Denken, dein Handeln, deine Zeit und dann auch deinen Umgang mit materiellen Dingen, wie zum Beispiel Geld. Alles soll Gott gehören. Das ist der Gottesdienst eines Christen, sich ganz Gott zu weihen. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte, die genau das wunderbar illustriert. In der Gemeinde in Leningrad, früher Petersburg, feierte man eine Taufe. Die Taufe fand im Freien statt, viele Menschen waren gekommen. Als der Täufling langsam ins Wasser hineinschritt, war in seiner Hand ein Portemonnaie zu erkennen. Auch bei der Taufzeremonie gab er den Geldbeutel nicht aus der Hand. Als die Umstehenden ihn daher fragten, was sein Tun zu bedeuten gehabt hätte, gab er zur Antwort: Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, die Umkehr meines Lebens reicht bis in den Geldbeutel hinein. Der Herrschaftsanspruch Gottes über sein Leben sollte vor finanziellen Fragen nicht Halt machen müssen. Der junge Mann bewies seine Einstellung auch mit der Tat, wenn in der Gemeinde zum Spenden aufgefordert wurde. Ja, das ist eine schöne Geschichte, die aber eine Wahrheit gut zeigt. Hingabe fließt in alle Bereiche, bis letztendlich auch zum Geld. Aber sie greift mein ganzes Leben. Wie wir in der Taufe sagen, ich sterbe für diese Welt und ich lebe für Gott, hat das dann auch Auswirkungen auf die praktischen Dinge bis hin in den Geldbeutel. Sich zuerst Gott geben und dann auch das eigene Geld. So taten es auch die Christen aus den Gemeinden in Mazedonien. Und das ist das Wesen christlichen Gebens. Um einfach einmal noch kurz zu rekapitulieren, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben. Das Geben des Christen ist eine Antwort auf Gottes Gnade. Es ist eine Antwort auf sein Wirken in meinem Leben. Und dadurch wird es auch unabhängig von äußeren Umständen und Besitz. Es ist geprägt von Freude und Freigebigkeit. Es ist großzügig, freiwillig. Und das Wichtigste, es folgt aus der Hingabe an Gott. Dass ich mich ganz Gott hingebe, ist die Grundlage für Gott wohlgefälliges Geben. Und da müssen wir uns alle fragen, was ist meine Motivation zu geben? Beziehungsweise, wo gebe ich? Warum gebe ich? Lass uns das einfach mal hinterfragen, weil man denkt oft nicht so darüber nach, bewusst darüber nach. Aber es ist wertvoll, diese Frage sich zu stellen. Inwiefern lässt dein Gebeverhalten Rückschlüsse auf deine Hingabe an Gott zu? Indem Paulus das Wesen des christlichen Gebens anhand der Gemeinde Mazedonien aufzeigt, gibt er der Gemeinde in Korinth ein Vorbild. Er stellt ihnen ein Vorbild vor Augen. Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt für die Predigten. Erstens das Wesen des Gebens, jetzt zweitens das Vorbild des Gebens. Und diesen Punkt können wir jetzt deutlich kürzer behandeln, weil wir einiges auch schon in dem ersten Punkt behandelt hatten. Ich lese noch die letzten Verse, Verse 6 bis 9. Sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge euch auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus hatte offensichtlich Timotheus gebeten, die Sammlung in Korinth zu einem Abschluss zu bringen. Und Paulus hebt jetzt nicht nur das materielle Geben der Mazedonier hervor, sondern Paulus hebt nicht nur die besonderen Eigenschaften der Mazedonier hervor, sondern zu Beginn in Vers 7
zeigt er auch das auf, was bei den Korinthern schon an geistlichem Reichtum vorhanden war. Das heißt, wir lesen jetzt nicht von einer Gemeinde wie in 1. Korinther, wo noch alles im Argen liegt und alles Missstände sind, sondern in der Gemeinde scheint einiges passiert zu sein. Und Paulus lobt jetzt erstmal einige schöne Dinge in dieser Gemeinde. Er schreibt in Vers 7, aber wie ihr in allen Dingen reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Wären diese hier genannten Dinge bei der Gemeinde in Korinth nicht vorhanden, dann hätte Paulus vermutlich anders angesetzt in dieser Erinnerung. Dann könnten sie ja auch gar nicht wirklich christlich geben, nach dem, was er zuvor geschrieben hat, als Beispiel bei den Mazedoniern. Dann würde ja auch die Grundlage fehlen. Aber dem ist nicht so. Er lobt die Gemeinde in Korinth. Er schreibt, die Korinther waren reich im Glauben. Das heißt, sie waren wirklich gläubig an Gott. Sie haben ihr Vertrauen an Gott als ihren Herrn gehängt. Sie waren reich im Wort. In der Gemeinde gab es gesunde Lehre. Die Bibel wurde verkündigt, soweit sie damals schon vorhanden war. In Teilen war das schon der Fall. Und sie beschäftigten sich mit dem, was Gottes Wort war, um ihr Leben davon prägen zu lassen. Und daraus folgt dann eine reiche Erkenntnis. Sie verstehen das Wort und das Wort trägt Früchte in ihrem Leben. Es bringt zur Anwendung, es bringt Veränderung. Aber es bleibt nicht nur bei Theorie, sondern die letzten beiden Bausteine im Lob von Paulus zeigen, sie waren reich im Eifer und in der Liebe. Diese Erkenntnis und dieses sich Beschäftigen mit Gott und seinem Wort floss in ihr Leben ein. Sie lebten den christlichen Glauben bis hin zu einem liebevollen Umgang mit anderen Christen. Ihr Glaube wurde für andere erlebbar und dadurch zeigte er sich auch als echt. Als Paulus zeigt wirklich, ihr seid gläubig, ihr vertraut Gott, ihr baut auf die richtige Grundlage, auf sein Wort, ihr lebt das. Und jetzt hofft er aber auch, dass das dazu führen wird, dass dieser Reichtum, den sie geistlich haben, sich auch zeigt in ihrem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem. Und er betont in Vers 8 noch einmal, dass es kein Befehl ist. Ich sage das nicht als Gebot. Ja, es ist kein Befehl, geben ist freiwillig. Es soll von Herzen geschehen. Aber Paulus führt hier auch vor Augen, dass sie durch das Geben ihre Liebe beweisen können, auch zu der Gemeinde in Korinth. Und können wir Not anderer Glaubensgeschwister unberührt ertragen und trotzdem behaupten, wir lieben sie? Das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich und ich könnte dir helfen, aber ich will nicht. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Und das ist die Argumentation, die Paulus hier führt. Und er fordert sie auf, in Vers 8, sich durch den Eifer der Gemeinde Mazedonien motivieren zu lassen. Er stellt sie ihnen als Vorbild vor Augen. Und das birgt jetzt auch eine Gefahr, der wir noch kurz nachgehen müssen. Es könnte jetzt hier nämlich der Eindruck entstehen, dass Paulus hier die Christen zum Vergleichen animiert. Ja, guckt auf den, vergleicht euch. Man sagt dem Motto, ja, schau mal, was der alles spendet, könntest du nicht vielleicht auch, solltest du vielleicht nicht ein bisschen mehr reintun, guck dir doch diese Gemeinde mal an, was die alles gegeben haben. Und falsch verstanden kann dieses auf Vorbilder schauen fatale Folgen haben, auf beiden Seiten. Die eine Seite könnte hochmütig werden, sich erheben und die andere Seite könnte neidisch werden. Ja, und dadurch verlieren sie die Freude am Geben und es entsteht ein Ungleichgewicht und es wird eigentlich das zerstört, worum es beim Geben eigentlich geht. Und ich hoffe, Sie können das jetzt korrekt einordnen, nachdem wir die ersten Verse ausgelegt haben, dass es darum eben nicht geht. Dass es auch nicht um die Menge geht. Und dass es nicht darum geht, sich zu vergleichen und auf andere zu schauen. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 3, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das ist ein Bild, das ist natürlich wörtlich schwer umzusetzen. Beide Hände hängen am selben Kopf. Von daher kann die eine nicht tun, was die andere nicht weiß. Aber das Prinzip dahinter wird klar. Es geht nicht darum, das Geben öffentlich zur Schau zu stellen, sondern ich gebe nicht, um gesehen zu werden. Ich gebe nicht, um Anerkennung zu bekommen, sondern ich gebe aus Liebe an andere, ich gebe als ein Dienst für Gott. Es ist Teil meines persönlichen Gottesdienstes nach Römer 12, dass ich mich ganz Gott hingebe bis hin zum Geldbeutel. Wir denken an die Geschichte des Täuflings. Und das tun die Mazedonier hier aber auch nicht, weil nicht sie schreiben hier diesen Brief, ja, ihr Korinther spendet doch auch mal, wir haben gegeben, sondern Paulus führt sie als Beispiel an
um zu motivieren. Das heißt, was durchaus legitim ist, dass wir auffallen. Ja, aber es wäre falsch, gesehen werden zu wollen. Aber wenn ich einen freigebigen Lebensstil habe, dann darf der auch gesehen werden von anderen und wahrgenommen werden. Und andere können sich daran ein Beispiel nehmen und sich selbst daran hinterfragen, ist denn meine Einstellung zum Geld korrekt oder ist da noch Verbesserungspotenzial? Aber Paulus fordert hier nicht grundsätzlich zu einem sich Vergleichen auf. Also sie brauchen gleich nicht bei der Kollekte zu spicken, was der Nachbar in den Korb legt. Darauf kommt es nicht an. Denn letztendlich wird jeder persönlich vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Mit dem, wie er mit seinem Geld umgeht, was Gott ihm anvertraut hat. Und noch viel wichtiger als das ist, und das relativiert eigentlich alles, Gott braucht unser Geld gar nicht. Ja, wir müssen vorstellen, Gott hat alles geschaffen. Alles, was uns umgibt. Er schenkt, dass unsere Nahrung wächst, er lässt Tiere wachsen, er lässt Pflanzen wachsen. Er kann alles machen, was er will. Warum sollte er auf die paar Münzen und Scheine angewiesen sein, die ich habe? Das ist paradox. Gott braucht das nicht. Aber das Schöne ist, dass Gott uns Menschen in seinen Handel mit einbezieht. Gott möchte wirken durch uns. Obwohl er unzählige andere Wege hätte, zu helfen. Wie zum Beispiel sorgt Gott meistens für Menschen in Not, wenn jemand finanzielle Engpässe hat, wenn jemand nichts zu essen hat? Wie schafft Gott da Ausgleich? Nicht selten ist es eine Spende von einem Unbekannten oder jemand bringt da mal was zu essen vorbei. Ist das Zufall, dass gerade die Person sich berufen fühlt, dem zu helfen? Ich glaube nicht. Es ist Gottes Art, in die Not eines Menschen hineinzuwirken und er gebraucht dafür auch uns. Aber er braucht mein Geld dafür nicht. Er könnte auch jeden anderen dafür gebrauchen. Er könnte das Brot auch so machen. Wir lesen auch Begebenheiten im Neuen Testament, wo dann bei einer Frau das Öl nicht alle wird. Ja, das kann man jetzt menschlich nicht erklären. Da hat niemand das Öl nachgekippt, sondern hat Gott das Öl einfach nicht leer werden lassen. So, das kann Gott auch. Deswegen braucht er nicht meine finanziellen Mittel, aber er gebraucht sie. Und John MacArthur schreibt dazu in seinem Kommentar zu diesem Brief: Obwohl viele das Geben als eine weitere Verpflichtung betrachten, ist es in Wirklichkeit ein Privileg, da es der Kanal ist, der Gottes verheißenen Segen zu seinem Volk weiterleitet. Das heißt, wir dürfen quasi beteiligt sein an Gottes Wirken und das ist ein großes Geschenk, daran teilhaben zu dürfen. Und darin liegt auch eine Ermutigung für alle, die auf der anderen Seite stehen, die quasi in der Not sind. Wir haben das in der Lesung gehört, Matthäus 6, die Bergpredigt, wo Gott sagt: Sorgt euch nicht. Ja, ich sorge für euch. Gott ist derjenige, der die Not im Blick hat. Und Gott kennt einen Ausweg aus Not. Und ich hatte Ihnen zu Beginn der Predigt versprochen, dass wir noch auf die Frage zu sprechen kommen, worin genau die Gnade Gottes besteht, die in den Gemeinden in Mazedonien gegeben ist. Und das führt uns jetzt zum zweiten Vorbild für das Geben, das Paulus uns neben der Gemeinde in Mazedonien vor Augen stellt, nämlich Gott selbst. Ich lese den Vers 9 noch einmal. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Mich persönlich hat bei der Erarbeitung dieses Bibeltextes ein bisschen etwas überrascht, diesen Vers hier zu finden. Also man kennt den Vers, aber ich hätte ihn jetzt nicht diesem Text zugeordnet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen hier geht. Man kennt ihn eigentlich eher aus einem etwas weihnachtlicheren Kontext. Auch das Lied, was wir vorhin gesungen haben, Gott wurde arm für uns, wird bevorzugt in der Weihnachtszeit gesungen. Also eigentlich würde man es eher Richtung Weihnachten einordnen. Aber Paulus fügt den Text mitten in einen Abschnitt ein, in dem er das christliche Geben thematisiert wie nirgendwo sonst. Und es geht auch in den nächsten Versen dann noch weiter, bis Kapitel 9, wo er weiter dieses Thema des Gebens aufgreift. Aber Paulus fügt diesen Vers genau hier hinein und stellt uns damit Christus als ein Vorbild für das christliche Geben vor Augen. Aus allen Vorbildern, wo sich die Liebe durch aufopferndes Geben ausdrückt, strahlt das Vorbild Jesu tausendmal heller hervor. Und die Botschaft dieses Verses können wir in drei Teile teilen. Man könnte eine eigene Predigt wahrscheinlich halten über diesen Vers, machen wir jetzt nicht. Aber man kann diese Botschaft in drei Teile teilen. Gott, Christus war reich, Christus wurde arm, Christus macht uns reich. Ja, ein schöner Dreiklang, war reich, wurde arm, macht uns reich. Und wenn Paulus davon spricht, dass Christus reich war,
Da meint er nicht, dass Jesus viel Geld hatte, sondern er beschreibt hier Jesus als Gott selbst, als den, der von Ewigkeit her ist. Derjenige, der alles geschaffen hat, damit auch alles besitzt, aber der noch viel mehr hat, der Gott ist, der ewig ist, der in Herrlichkeit lebt bei seinem Vater, der in einer völligen Zufriedenheit lebt, in einer Vollkommenheit, die wir uns nicht vorstellen können. Das war sein Reichtum. Ein Ort unbeschreiblicher Schönheit. Und das alles aufzugeben, war der erste Schritt in seiner Armut. Paulus formuliert das wunderbar in seinem Brief an die Philipper. Wir haben das auch vor einigen Wochen in unserer Predigtreihe zum Philipperbrief ausführlich ausgelegt bekommen. Hören Sie das gerne nochmal nach auf YouTube zu Philipper 2 und ab Vers 5. Ich lese die Verse trotzdem nochmal. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, also er war bei Gott in seinem Reichtum, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gott selbst und das alles aufzugeben, machte ihn arm. Wo bemerkt, er gab hier nicht seine Gottheit auf. Also Jesus blieb Gott auch auf der Erde, aber er gab all die Privilegien auf, die er genoss. Er gab seine Unsterblichkeit auf. Er litt Hunger und Durst, er litt auch Not und Schmerz, er musste schlafen. Er gab die direkte Gemeinschaft mit seinem Vater für eine Zeit lang auf. Er gab sogar, das lesen wir an anderen Stellen, seine Allwissenheit gewissermaßen für eine Zeit lang auf. Er verzichtet auf viele seiner Privilegien, die er bei Gott hatte. Er wurde ein Mensch und unterwarf sich damit auch den physikalischen Prozessen auf dieser Erde. Und letztendlich wurde er sogar umgebracht. Das heißt, er gab seine Unsterblichkeit auf und unterwarf sich damit zu einem gewissen Grad auch dem Tod. Jetzt stellt sich die Frage, warum tat er das? Was hat das mit Mitte zu tun? Inwiefern macht dieses Armwerden von Christus mich reich? Inwiefern kann das Armwerden Christus um meinetwillen geschehen? Seit dem Sündenfall im Garten Eden, ganz zu Beginn der Menschheit, lebt jeder Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Die Sünde kam in die Welt durch den Ungehorsam, durch die Rebellion gegen Gott. Und jeder Mensch, selbst das kleinste Kind, lebt diese Rebellion. Ja, selbst bei kleinen Kindern können sie beobachten, dass sie böse sind. Und das tritt eben bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger zutage. Aber kleine Kinder haben ein böses Herz. Und das muss niemand in ihnen bewirken. Das haben sie von sich aus, weil die Sünde ist da. Und jeder Mensch von Natur an rebelliert dadurch auch gegen Gott. Lehnt Gott als Herrscher ab. Es widerstrebt dem Menschen, sich Gott zu beugen. Und die Konsequenz dessen, die könnte schlimmer nicht sein. Ewige Trennung von Gott. Gott kann nicht mit Sünde in Gemeinschaft treten. Und Gott muss das bestrafen durch ewige Trennung. Und das heißt nicht einfach nur, dann bin ich eben an einem anderen Ort, sondern es ist ein Ort, der grausam ist, weil Gott alles ist, was schön und was gut ist. Und es ist alles nicht da. Und wenn das fehlt, dann bleibt nur noch Qual und Elend über. Und das, obwohl wir doch eigentlich dazu geschaffen worden sind, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Also eine riesige Zielverfehlung, in der jeder Mensch lebt. Die Sünde hat in diesem Sinne alles kaputt gemacht. Und das Schlimmste daran ist, dass der Mensch von sich aus dagegen nichts tun kann. Er ist so schuldig und so sündig, dass er selbst sich da nicht rausholen kann aus diesem Zustand. Und da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Indem er als Gott Mensch wird, ist er vollkommen. Er ist völlig schuldlos. Der einzige Mensch, der jemals völlig schuldlos war und kann deswegen stellvertretend für deine und meine Schuld sterben. Er kann dadurch die Strafe und die Schuld begleichen, die ich vor Gott habe. Und wenn ich das annehme, dieses Geschenk, diese Gnade von Jesus, das ist die Gnade, von der Paulus hier spricht, dann ändert sich meine Lage um 180 Grad. Aus einem Feind Gottes wird sein Freund. Aus einem Verurteilten wird ein Begnadigter. Aus jemandem, der arm ist, wird ein Reicher. Und das ist auch die Botschaft von Ostern, der wir dann nächste Woche gedenken, an Karfreitag dann den Tod und Ostersonntag die Auferstehung Jesu, wo er dann zeigt, er ist eben doch nicht dem Tod unterworfen, sondern stärker als der Tod. Das ist das Geheimnis, wie die Armut Jesu uns reich macht. Und sie macht uns nicht materiell reich. Es gibt genug Christen, die
arm sind, die verfolgt werden, die leiden. Das meint die Bibel hier nicht, wenn sie sagt, Christi Armut macht uns reich. Aber was dieses Geschenk von Jesus uns gibt, ist die Ewigkeit. Ein ewiges Leben bei Gott. Reichtum, der nicht materiell, sondern geistlich ist. Eine Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben voller Freude über den Tod, eine Hoffnung. Und all das wartet auf uns in der Ewigkeit. Und der Tod ist damit nicht das Ende, sondern ein Startpunkt. Ja, und das kehrt die Perspektive um und gibt eine wunderbare Hoffnung auch über die Grausamkeit des Todes hinaus. Und so wird Jesus selbst zum allergrößten Vorbild für christliches für aufopferndes Geben. Sowohl für Paulus als auch für die Mazedonier, für die Korinther und hoffentlich auch für uns. Ja, menschliche Vorbilder sind gut. Und Paulus beschreibt hier die mazedonische Gemeinden sehr ausführlich und zeigt, was sie ausgezeichnet hat und was man von ihnen lernen kann. Aber das allergrößte Vorbild für Geben ist Jesus, weil er hat wirklich alles gegeben. Das war wirklich ein Geben über die Maßen, über das Vermögen, das, was deutlich aus der Komfortzone rausgeht. Für Jesus wäre es schöner gewesen, im Himmel zu bleiben. Und Gott braucht die Menschen auch nicht. Er wäre auch ohne die Menschen vollkommen glücklich gewesen. Das macht die Bibel sehr deutlich. Aber Jesus entscheidet sich, diesen Schritt zu gehen. Es ist Gottes Weg, die Menschen wieder zu ihm zurückzubringen. Und so können wir von diesem Geben von Jesus lernen, auch selbst freigebig zu werden. Ich komme zum Schluss. Wie oft vergessen wir bei all unserer Selbstumkreisung das Geben? Wie oft wird es bei uns zu einer für dich vergessenen Tugend? Paulus gibt uns in 2. Korinther 8 eine großartige Beschreibung, was christliches Geben wirklich ausmacht und was es motiviert. Erstens das Wesen des Gebens und zweitens das Vorbild des Gebens. Und wir haben gesehen, dass christliches Geben eine Antwort auf das Wirken Gottes in unserem Leben ist. Und wir haben gesehen, dass es letztendlich erst möglich wird, wirklich christlich zu geben, in der Form, wie Paulus es beschreibt, durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, um uns reich zu machen. Und damit kommt es, wenn wir geben, kommt es nicht auf den Betrag an. Und das Neue Testament macht dazu auch keine Angaben, wie viel du geben sollst. Aber sie setzt den Maßstab eigentlich noch viel, viel höher an. Sie sagt nicht, gib 10%, sondern gib 100%. Und zwar gib dich ganz Gott, komplett, mit allem, was du hast. Und dann verwalte das, was du hast, entsprechend dem Willen Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir uns diese Perspektive vor Augen führen, werden wir erleben, dass unser Blick geöffnet wird für ein freudiges, selbstloses, freiwilliges Geben, entsprechend dem, was Gott uns anvertraut hat. Und lasst uns neu erleben, dass es wirklich ein Privileg ist, durch unser Geben auch Anteil zu haben an dem Wirken Gottes, an andere Menschen, dass es eine Möglichkeit ist, auch anderen zu dienen, Liebe zu üben an denen, die Gott nachfolgen und denen es schlechter geht als uns. Amen. Unser Vater, wir danken dir für diesen Predigttext, wir danken dir für dass du in deinem Wort über Geld sprichst, dass das für dich kein Tabuthema ist, sondern dass du uns zeigst, wie du Geld verstehst und wie du auch möchtest, wie wir Christen mit dem, was du uns anvertraut hast, umgehen sollen. Und am meisten danken wir dir dafür, dass du deinen Sohn geschenkt hast in diese Welt, dass wir dadurch erst hier versammelt sein können, dass wir dadurch erst glauben können, dass wir reich sind, indem dass wir eine Ewigkeit bei dir erwarten und dass wir mit diesem Wissen auch freudig geben können und wissen dürfen, dass du unser Geld zwar nicht brauchst, aber dass du es gebrauchst und dass du uns gebrauchst in dieser Welt. Amen. Jetzt wollen wir